Hallo Leute, herzlich willkommen zu Super Mario Bros. 3. Wir haben im letzten Part begonnen mit Welt 4. Wir haben Welt 4 fast abgeschlossen und hoffe, dass wir das jetzt in diesem Part jetzt auch schaffen werden, wenn wir nicht so viel rumfailen. Aber diesmal habe ich auch ein bisschen Gesprächsstoff, sagen wir mal so, weil ich weiß nicht, ob ich das im Infovideo schon gesagt habe. Und zwar werden am Wochenende, also Samstag und Sonntag, achso, ich kann den jetzt nicht hier wegmachen. Springen wir mal drüber, wenn wir es können. Okay, das haben wir. Kommt der wieder? Ja. Wo hängt der fest? Och nö, ne. Scheiße. Okay, das wird schwer. Geh da rein! Mama Mia! Was zur Hölle? Was war denn das jetzt gerade? What the? Hä? Ich hab das gar nicht so richtig verstanden, was jetzt gerade passiert ist. Ich werde jetzt einfach den Froschanzug benutzen. Einfach so. Ja, weil Gründe. Das, aber vor allem, der ist am Boden übelst scheiße, ne? Ich kann den irgendwie gar nicht am Boden. Oh, vielleicht war das gerade ein bisschen doof, den auch zu benutzen, oder? Und versuchen wir nochmal den Sprung. Ja. Oh, okay. Oder lass den normal runterkommen, lass den normal runterkommen. Der kann ja ruhig hier sterben. Okay, Gummers, euch mach ich auch fertig. Okay, rein durch die Tür. Und, hä? Ah, das ist cool. Wenn man durch Türen reingeht oder so, werden dann die Gegner dann klein. Beziehungsweise immer groß, wenn man immer durch anderen Türen reingeht. Ey, das ist cool. Mein Gott, Fail. So geht nicht mehr. So, wo war ich denn? Oh, cool, Stern. Okay, wartet kurz. Ja. Ich will den Haus noch da. Oh, geil. Ja. Hä? Hä? Achso. Wannabe, yay. Wollt ihr mal wieder Zeit? Um jetzt endlich mal auf den Punkt zu kommen. Warte, ich geh noch schnell durch diese Tür rein. Okay. Um mal auf den Punkt zu kommen. Achso, jetzt sind sie auch wieder da. Wochenende. Weil ich habe in der Woche eh jetzt kaum Zeit, weil meine Ausbildung und so seit letzter Woche, das habe ich schon im Infovideo gesagt, wegen. Wow, das war knapp. Ich glaube, jetzt müssen wir es auch geschafft haben. Nein! Das ist jetzt nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Ey. Nee. Ich werde hier nur verarscht. Ey. Ich habe damit überhaupt nicht. Mama Mia! Ich spreche das Thema gleich an. Ich cutte kurz an der Stelle. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, hier sind wir ja wenig. Okay, jetzt sind wir wieder da. Ich bin irgendwie nochmal aus Versehen auf den Pauseknopf gekommen. Keine Ahnung, fragt mich nicht wieso, weil ich zu doof bin. Wir gehen durch diese Tür rein und jetzt labern wir einfach weiter, was ich sagen will. Wenigstens irgendwann mal auf den Punkt kommen. Naja, was ich sagen will, dass nur noch am Wochenende Videos kommen. Und zwar, jetzt aufpassen, wenn du mich triffst, ich vergewaltige dich. Wenn jetzt noch was kommt, Alter. Nee, okay, doch nicht. Naja, okay, jedenfalls. Ja, ich habe ein Leben verplempert, wo ich so gerade pausiert habe. Aber egal, machen wir einfach weiter. Und zwar. Achso, ja, hier. Hier ist diese Karten. Das Kartenzeug. Hier kann man ja irgendwas machen. So. Ja, mach mal Zufall, weil man weiß eh nicht, wo die Dinger sind. Außer man kann sich's irgendwie noch merken. Ah, cool. Geil. Stern. Da? Nee. Okay.
Okay, jetzt haben wir ja wenigstens noch Feuerblume sogar. Oh, da kann man die eine ja wenigstens benutzen. Jetzt wollte ich schon sagen, Castle, ne? Auf zur Burg! Naja, hier jedenfalls, am Wochenende werden nur Videos kommen, weil ich habe es schon beim Infovideo gesagt, dass in der Woche, also sprich Montag bis Freitag, keine kommen, weil ja, Ausbildung und so, und ich arbeite früh bis abends, bis jetzt immer so 10 bis 19, und das, ja, also da irgendwas vorproduzieren oder so, das wird nichts. Und wieso ist da... Maria. Was war das zur Hölle? Keine Ahnung. So, ich nehme jetzt einfach irgendwas. Oh cool, Blatt, das ist gut. Das nehme ich jetzt gleich. Das heißt, weil in der Woche habe ich ja kaum Zeit, habe ich ja gerade eben gesagt. Ich wollte gerade auf Pause drücken irgendwie, keine Ahnung, ist übelst dumm. Nehmen wir erstmal nochmal ein Item. Ich brauche Items irgendwie unbedingt, keine Ahnung. Hier nehmen wir das Blatt. Aber nochmal auf zur Burg. Jedenfalls, Wochenende werden zwei oder drei Videos kommen, je nachdem. Um das jetzt zu sagen, damit es jetzt nicht so merkwürdig klingt. Samstag kommen zwei oder drei. Und Sonntag kommen zwei oder drei. Da habt ihr wenigstens mehr was zum Gucken und so. Und ja, wenn ihr schon in der Woche nichts zu gucken habt, dann wenigstens am Wochenende. Und ich würde sagen, klingt eigentlich ganz okay. Ich komme da jetzt nicht drüber, ne? Ich warte doch gerade drauf. Oh, ich habe gerade übelst Schiss. Da habe ich euch jetzt wenigstens gesagt, also was jetzt hier los ist und so. Kann ich hier rein? Nö, kann ich nicht. Renn. Hier sind wir schon bei Bum Bum. Okay, auf geht's. Schauen, was du diesmal drauf hast. Gar nichts. Oh. Okay, ich habe nichts gesagt. Oh, springen kann er ja auch noch. Okay, wir haben ihn wieder. Also, wie ich es gerade gesagt habe, Samstag 2 oder 3 und Sonntag 2 oder 3 Videos. Das 50 Abonnenten-Special kommt noch. Ich habe gesagt, was habe ich denn gesagt? Beim Infovideo, glaube ich. Ja, das war beim Infovideo. Und zwar gleich. Ich brauche einen Rhythmus. Wartet mal. Pilz? Ne, fail. Oh! Okay, ist jetzt nur ein Pilz. Na egal, versuchen wir es jetzt einfach mal. Pilz. Ne. Doch. Ah ne, da bekommt man ja Ups. Bravo. Bellissimo. ja, das 50 Abonnenten Special bekommt ihr noch entweder, ich weiß es noch nicht, entweder nächstes Wochenende. Sieht fast aus wie Donkey Kong. Ja, oh wie furchtbar, der König wurde zum zigtausendsten Mal in irgendein Wesen verwandelt, was überhaupt nicht aussieht wie Donkey Kong. Nö, wieso überhaupt? Wir klauen ja nicht. Okay, das ist ja egal, weil das hat ja Nintendo entwickelt und ja, Nintendo kann das machen, wie es halt gerne will. So, wir sind hier wieder im Luftschiff. Hier darf man nicht failen. Ich glaube, hier bis jetzt bin ich schon mal in einem Luftschiff gefailt oder so. Das weiß ich gerade gar nicht. Hm.
Ach, was mich gerade aber daran erinnert, ich hatte ja einen Kanal auch gemacht mit ein paar Kumpels, der hieß, wie hieß denn der nochmal? Time to Pain, wo wir irgendwelche Challenges gemacht haben. Fand ich am Anfang ganz okay, aber irgendwie, wo eine Weile nichts kam oder so, fand ich das dann doch ein bisschen doof und ich werde dann den Kanal dann irgendwie bald löschen oder so, weil es eh nichts bringt oder so irgendwie und ja, ich werde den dann löschen und ja. Weil einer hat ja schon nachgefragt und ich habe da halt schon geschrieben und so, dass da nichts mehr kommt. Oh, vielleicht kriege ich ja noch Pilz, Pilz, Pilz. Oh, cool, danke. Danke, danke, danke. Freut mich, wenigstens Item zu bekommen, aber halt nicht den Pilz verlieren, wenn es geht, ne? Vorsicht. Mann, jeder Treffer könnte schon fast, dass es aus sei. Das ist so scheiße. Und dann habe ich noch was, und zwar zu Phoenix Wright Ace Attorney Part 8, der aktuelle. Weil ich am Anfang hochkant gemacht habe. Und dann diagonal. Nee, es heißt senkrecht und nicht diagonal. Ich bin doof. Jetzt laufen wir auch noch ohne. Weil ich erst hochkant und dann senkrecht gemacht habe und es war ein kleines bisschen dämlich. Ach so. Ja, da kommt er halt so. Und es war ein bisschen Fehler. Das war scheiß Fehler. Ich kann das aber auch nicht nochmal aufnehmen. Wer soll denn das darstellen? Ludwig? Ich weiß nicht, wer das sein soll. Lasst mich in Ruhe. Du Honk! Nein! Zum Glück habe ich schon das Wichtigste gesagt. Weil ich wollte noch sagen, sowas werde ich ja nicht mehr machen. Das war eigentlich beabsichtigt oder so, wo ich am Anfang hier nur irgendwas sage, hier mit Check und so, das alles und so, das Ganze. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch trotzdem den Fail-Part reinziehen. Fail-Part eigentlich nicht. Das ist wie so ein normaler Part, aber wieso Fail-Part? Weil. Ja. Es ist nicht voll, der Bildschirm ist da nicht so ganz voll ausgereizt, weil ich so dumm habe, das am einfach hochkant gemacht und dann senkrecht. Ich wusste nicht, dass das irgendwie so passiert. Deswegen, das war so richtig dämlich von mir. Und ja, das merke ich mir am besten. Wie viel haben wir denn bis jetzt? Hä? Erst 12 Minuten? Ey, cool. Ich cutte aber trotzdem an der Stelle. Bis gleich. So, hier bin ich wieder. Hier haben wir jetzt wieder einen Pilz. Also, wenn wir jetzt wieder failen, ey, nee. Dann gehe ich halt gleich instant auf ihn drauf. Das ist mir jetzt zu blöd. Komm mal ruhig her, du Backfisch. Ist zwar pussyhaft, aber ist mir gerade voll egal. So, tot und gut ist, mein Gott. Ich mag diese langen Kämpfe nicht, wenn das dann so übelst lange dauert oder so. Keine Ahnung. Bei mir ist es immer so, schnell töten und weiterkommen und so. Wenn das mir ein kleines bisschen zu lange dauert und wenn man dann nur noch so oft fällt oder so, dann. Keine Ahnung. Das ist merkwürdig. Ich kann das irgendwie gar nicht oder so. Wenn das so übelst die langen Kämpfe sind. Ja, und schon wieder wurde ein König gerettet. Yay. Er hat mal wieder seine alte Gestalt zurück. Am Ende ist es immer noch derselbe König, aber es sieht immer wieder anders aus. Immer wieder der P-Flügel, ne? Der Dieb, der die Flöte gestohlen hat, ist in die östliche Sanddüne geflüchtet. Dabei ein Geschenk, das dir helfen wird. Mal wieder. Welt 4 ist mal wieder komplett. Yay. Und wir speichern wieder. Und jetzt geht's zu Welt 5. Mach mal weiter. Welt 5. Mal schauen. Ah, das wird das. Ja, die kommen mir noch bekannt vor. Ah, hier haben wir schon gleich Tanuki-Platt, was wir aber gleich schon durch einen verdammten Kettenhund verloren haben. Mann, die gehen mir jetzt auf die Nerven. Warte mal, da ist bestimmt ein Item. Mann, ich mag die nicht. Die nerven mir zu viel. Scheiße.
Scheiße, Mann. Doch klar, ne? Da wäre bestimmt ein Tanuki-Blatt gewesen. Ich versuche jetzt mal zu rennen oder so halbwegs. Und es hat geklappt. Was sind das aber für Viecher? Ich weiß nicht, wie die heißen. Alter. Okay. Oh, Junge. Ja. Genau. Natürlich. Naja. Ja. Klar. Ach komm, nehm mal einfach so ein Ding. Ja, ich werde jetzt so die meiste Zeit jetzt fliegen. Ciao. Tschüss. Ach, hä? Das ist doch Röhre schon? Hä? Bin ich irgendwo hin oder? Okay. Ist das irgendein Bonusraum oder irgendein Secret oder so? Ich weiß gerade nicht, was das Wort war. Okay. Also das hat mich jetzt nicht so schlau gemacht. Ja, das Ab will ich noch haben. Noch ein Ab. Cool. Gib ruhig her hier. Ey, cool, wie viele sind das noch? Ey, cool, 4 Ups. Ey, cool. Und wenn man hier mit der P-Eichel failt, ey. Oh, nee. Wow. Ich hab's gerade gesagt, ey, und oh, ich, nein. Das war's. Das sind Sternen. Gib mir den Stern! Scheiße! Fuck! Ey, verdammte Scheiße! Komm, gib mir noch so ein Ding her. Ich fliege jetzt drüber. Aber ich hol mir die Abs. Wir sehen uns wieder an der gewohnten Stelle wieder, wo wir gefailt haben. Bis gleich. So, die Abs habe ich mir jetzt wieder geholt. Jetzt haben wir ja gerade momentan 12. Irgendwie ein P-Switch für. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt gerade nicht, wofür der jetzt ist. Wofür hat der P-Switch jetzt gebracht? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich werde jetzt einfach drüber fliegen. Pff, juckt mich nicht. Wir sind da. Oh cool, noch ein Pilz. Ein dritter Pilz und dann vielleicht haben wir einen Up oder so. Ich weiß ja nicht, wie viel man für 3 Pilze bekommt. So, was sagt die Zeit? Ja, wir haben noch eine Menge Zeit. Wir haben noch Zeit, jo Leute. So, also, dieses wird anscheinend wieder ein Underground-Level. Oh ja, oh ja. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich für das Level noch, ob ich da noch weiß oder so, wie das noch abging. Bin ich da oft gefailt? Ich weiß es gerade gar nicht. Gleich kommt bestimmt irgend so ein Gegner oder so. Also der Hintergrund, ja, so verschiedene Wasserleitungen, so ungefähr, so Rohrleitung. Hat was. Hoffentlich werde ich nicht nochmal failen. Wie weit nach unten geht's noch, bitte? Ich will jetzt schon auf den Boden. Okay, dann halt unter Wasser, mein Gott. Ah, ich glaube, ist das nicht ein Labyrinth-Level? Oder so, ich weiß es gerade nicht mehr so genau. Ich glaube, das ist so ein scheiß Labyrinth-Level. Oh, stimmt, das war ja. Nein, ich hab doch Steuerkreuz nach unten. Ja, habe ich gesagt, wir werden noch sterben. Oh, ich hasse diese Gegner, ey. Die noch so wegwerfen können, ey. Könnt mir mal wenigstens mal einen Pilz oder sowas geben? Hey. Hier wird kein Frieden stiftet. Kurze Pause, Kopfhörer. Okay, weiter geht's. Lasst mich in Ruhe. Du Arsch. Oh,
Oh, erst gelacht und dann verschluckt. Ja, wie? Ey, ey, nee. Oh Mann. So. Scheiße. Da kam doch ein Dings raus, ey. Jetzt dauert es wenigstens nicht so lang. Und jetzt müssen wir da sein. Jo. Du. Okay, wir nehmen mal. Achso, geht nur so. Achso. Ich geh mal wieder da rein. Wow. Okay. Lass mich doch in Ruhe. Ey, man kann den Winkel manchmal nicht einschätzen. Wir sehen uns wieder zur gewohnten Stelle wieder. So, zwar ist nicht ganz genau zur gewohnten Stelle, aber egal. Ich hatte vorhin noch eine Feuerblume noch im Inventar gehabt, die habe ich benutzt, aber gerade eben wollte ich von so einem. Was sind das für Viecher? Soll das auch irgendwelche Schildkröten sein oder so? Ich weiß gerade gar nicht. Wow, geskillt, ey. Das war Glück. Nein, du. Diese Arschlöcher treffen mich auch immer wieder, ey. Ich mag die nicht. Okay, das war Glück. Das war irgendwie Zufall. Du wirst nicht so ein Ding nach mir werfen, hast du verstanden? Mann, alle wollen mich mobben. Okay, weg. Lass mich ja in Ruhe. Haben wir es jetzt? Bitte. Wollen wir warten? Da kommt noch so ein. Nee, doch nicht. Oh, wir haben 3 Pilze. Ey, das ist cool. Und einen abgestimmt nur, ne? Ah ne, sogar 2. Oh, immerhin. Cool. Ja, jetzt haben wir wenigstens über 10 Ups. Das ist gut. So, dann machen wir dann mal die Karten. Mal schauen. War nicht irgendwo 10 Münzen? So, hier, ne? Okay. Stern. Oh. Wenn hier so noch die sind, dann müsste es ja leicht sein. War das jetzt hier? Okay. Wenn ich jetzt gefailt hätte. Okay, da haben wir jetzt hier alles. Okay, yo, cool. Ich glaube, wenn das beendet ist, kommen dann irgendwie neue Karten, glaube ich. Danach, glaube ich, neue Karten, ne? Weil, ist halt so. Wir machen hier mal in die Mitte. Oh, cool, nice. Ey, cool, Waschbäranzug, geil. Aber den werde ich noch nicht benutzen. Ich will doch die Röhre. Danke. Zeit. Wir versuchen es. Wenn wir es nicht im First Try schaffen, kein Problem. Dann machen wir es im nächsten Part. Versuchen wir es erstmal hier. Kleiner Mario. Auf geht's. Okay. Starris nerven ein kleines bisschen. Pilz, komm her. Okay. Piranha-Pflanze nervt uns nicht. Ein Gumba-Schuh, den ich aber getötet habe. Mit Schuh. Das wäre eine gute Sicherheit geworden. Und ich bin zu doof dazu. Wow, das war knapp. Ne, wir müssen den oben drauf irgendwie treffen oder so. Wie war das nochmal? Ne, auch nicht. Wie war denn das nochmal, um den Schuh zu bekommen? Scheiße, bin ich dämlich. Ah! Wow! Och nö. So, das ist nur so. Oh, Mama Mia. Okay, wir machen es im nächsten Part. Ach Mann. Aber das wäre bestimmt cool gewesen, wenn wir es jetzt im First Try gemacht haben. Ah, naja, wenn wir. Hammerbruder. Naja, wunderbar. Das machen wir im nächsten Part. Dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn es wieder heißt: Super Mario Bros. 3. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt Daumen hoch. Und. Ach, oder Daumen runter, wenn ihr es scheiß findet.
Unten gibt es auch einen Abo-Knopf. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne mich abonnieren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Ali-Safir-2301. Bis zum nächsten Mal. Ciao.